Jetzt funktioniert es aber. Deswegen moderieren wir jetzt einfach mal durch. Herzlich willkommen zu Minecraft Folge 28. Ist doch auch mal was Schönes. Eine ganz andere Anmoderation. Ja, wir haben wieder ein paar Probleme hier. Wir wissen aber noch nicht, woran es liegt. Wenn es einmal läuft, dann läuft es. Aber der Start geht manchmal so in die Hose. Wird es jetzt hell oder wird es dunkel? Ne, es wird hell, ne? Ist ja, hell. Es wird hell. Ist da draußen irgendwo ein Enderman? Kann das? Ja, hab ich dir gerade in der Aufnahmepause schon gesagt. Ja, aber wo? Ich weiß nicht wo. Keine Ahnung. Irgendwo ist einer unterwegs. Ich wollte mir Spitzhacken machen, habe ich gesagt, ne? Ja. Na, wo sind denn die Kollegen jetzt hier hin? Die Zombies, die hier noch gerade waren? Ach, da. Komm mal her. Ich habe gerade den Enderman gehört. Oh, 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 da ist er, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Du hast ihn anscheinend auch gefunden. Ja. Das ist doch schön. Ich weiß nicht, ob ich das so schön finde. Weil ich würde ganz gerne da an meinen Stellen weiter basteln. Aber das geht nicht, weil da der Enderman ist. Mhm. Oder was? Genau. Komm, ich hau die mit einfach ein paar auf die Ommel, ey. Der ist tatsächlich abgehauen. Ich hab ihn zweimal getroffen, der hat mich einmal getroffen. Interessant. Jetzt brauche ich erstmal was zu essen. Ach, erschreck mich doch nicht so. Kann ich das ja, wenn du mich erschreckst? Oh, super. Wir haben 54 verrottetes Fleisch. Ja, ne? Ist klasse. Es ist nur keiner. Ja, naja, wirklich. Ja. Ich werde nachher noch mal ein bisschen Brot machen und dann hier in die Kiste legen. Mach das. Und bald haben wir auch Schweinefleisch genug. Hey. So, Enderman, wo bist denn du? Hat der Enderman schon wieder gehört, oder? Ich guck gerade, ob er nicht doch irgendwie wiederkommt. Und dann so hinterrück so. Aber er ist weg. Definitiv. Ist definitiv weg. Doch an sich mal positiv. So, da werden wir wieder zwei Schweinchen paaren. Wer macht das? So, komm mal her. Einmal du und einmal du. Und schon haben wir vier Schweinchen. Hey. Ja, Holztreppen wollte ich machen. Ja, ja. Obwohl, kann ich auch Steintreppen hinmachen. Cobblestone haben wir eh genug. Jo. Glaube ich zumindest. Ach ja. Ich habe sogar noch genug im Inventar. Cobblestone sollte es nicht schalten momentan. Nö, du hast ja auch genug, was du abbaust da. Irgendwie. Gut, aber ich klatsche auch wieder einiges hin, also so ist es nicht. Aber ja.
Dann machen wir mal ein paar Stufen, Treppen. Mach das. Aber das ist das Treppen, brauche ich hier auch noch einige, glaube ich. Das wird auf jeden Fall auf der anderen Seite noch brauchen. Wenn du da genauso ja, hochgehen willst, wie du da runtergegangen bist. Ja. Da werde ich noch ein bisschen was brauchen. Aber so ist das halt, ne? Ja. So und nicht anders. Genau. So, dann schauen wir mal. 5, 2, 3, 4, 5. Nächste geht wieder rum. Was zählst denn du da wieder ab? Hm? Was zählst denn du da ab? Die Treppenlänge pro Treppenabschnitt. Ach so, okay. Das zähle ich ab. Ja. Gut, ich könnte auch abzählen, wie schnell meine Spitzhacke kaputt geht, aber das ist halt. Das ist halt bei den Eisendingern so. Ja, ich weiß. Ich hätte ja auch lieber wieder ein paar Diamantendinger. Aber es soll nicht sein. Ja. Einigen Bäumen gleich mal eine Brandrodung machen. Eine Brandrodung? Okay. Ja. Ja, die sind einfach so bescheiden gewachsen, ne? Meinst du die Akazien, oder? Genau. Ja, die wachsen aber auch so komisch. Einfach so. Ich werde jetzt mal die Kiefern hier weghauen und die Akazien, soweit es geht, und dann den Rest werde ich abfackeln. Die Saplings noch aufsammeln. Den ganzen Wald ein bisschen nach hinten versetzen vom Haus weg. Okay. Mach das. Hoffen, dass es nicht in die Hose geht, nicht aufs Haus übergreift. Dann bringe ich dich um, glaube ich. Aber das weiß ich. Ah ja. Aber damit müsste ich dann leben. Das ist wohl. Ah, so viel werde ich gar nicht wegbrennen müssen. Nicht? Das ist doch was. Die meisten konnte ich so abholzen. Das sieht gut aus. Passt doch. Das fällt mir auf. Bin ja blöd. Warum? Jetzt schon viel tiefer als er eigentlich wollte, oder was? Hm?
Bist du schon tiefer als du wolltest oder warum bist du blöd? Ja, nicht, also fast, ja. Okay. Fast. Dann werde ich mir jetzt mal ein Feuerzeug machen und dann eine Brandrodung veranstalten. Yippie, yay, yay, da freue ich mich drauf. Viel Spaß. Willst du zugucken, komm? Wie unser Haus abwackeln. Hm? Nö, alles prima. Gut. Feuerstein und ein Eisen, meine ich, war das. Ein Feuerstein, ein Eisen, ein Feuerstein, genau. So. Du weißt, wenn das Haus abfackelt, gibt's Stunk. Ja, ich hab dich auch lieb. Kriegen wir schon alles hin. Willst du dich hoffen? Es wird dunkel. Was? Es wird schon wieder dunkel, aber ich mach das Feuerchen trotzdem jetzt. Mach das. Dann ist ja auch hell genug. Genau. Na super geil. Was denn? Es regnet in Strömen. Ich krieg davon nichts mit. Sei froh. Bin ich auch. Zumindest kann das Haus so schnell nicht abbrennen. Da hinten war irgendwo eine Witch. Eieieiei. Können die sich auch teleportieren? Weiß ich nicht. Da war schon wieder so ein Vertreter. Ja. Komm vor? Ja. Aber ich sehe die Witch nicht mehr. Ich sehe die Witch nicht mehr. Das Tolle an dem strömenden Regen ist, mein Feuer geht aus. Hm. Natürlich dürflich. Ja, in der Tat. Könnten wir vielleicht schlafen gehen? Was meinst du, da regnet es nicht mehr? Ja. Ja, sofort. In den meisten Fällen ist das dann über Nacht vorbei. Du hast auch kein Kuni-Bett bei dir im Zimmer. Ach, wunderschön. Da schlägt einer gegen die Tür unten. Ah. Aber wo? Gegen welche Tür? Wir haben denn nicht mehr alle. Was denn? Die sollen meine Türen ganz lassen. Saubande. Ja, das war unten im Keller. Okay. Der ist aber wieder nach oben gegangen. Wahrscheinlich steckt der gleich oben gegen die Tür, der Trottel. Könnte passieren. Nein! Wo kommt der denn her?
da haben wir Schwein gehabt. Der ist bestimmt wieder unten, diesmal komme ich von hier oben. Ich mach dich platt. So, stirb. Hatten wir gerade einen Creeper am Haus? Am Haus, ja, auf der Terrasse. Gut. Aber er ist tot. Ich liege im Bett. Gute Nacht. Gute Nacht. Gott, wir können sogar schlafen, ich weiß es nicht. So, und jetzt gleich kommt die Sonne raus und es wird aufzuregen. Siehste? Aha. Gut. Ist wieder so ein Nachbar verbrannt. So, jetzt aber Feuerchen. Ich finde das immer noch faszinierend. Ich finde Feuer auch faszinierend. Jo, nee, ich finde es faszinierend, dass hier immer noch nichts gespawnt ist, obwohl ich hier immer wieder Zombies höre. Sei doch froh. Aber da hinten läuft ein Creeper rum. Dum dum dum. Na komm her. Auch jetzt aus den Höhlen ist jetzt noch nichts zu hintergekommen, das finde ich. Das war aber ein kleiner aggressiver Creeper, du. Ein kleiner aggressiver Creeper? Ja, ich habe einen Schlag drauf gemacht und der hat explodiert. Oh. Gott sei Dank hat er mich nicht erwischt. Nur ein bisschen Terraforming gemacht. Oh, naja. Das machen sie ja ganz gerne, die Tischbums. Ja. Noch einer. Ist hier irgendwo ein Nest? Wahrscheinlich. So, der ist nicht explodiert. Weizen wollte ich ernten, jawohl. Weizen? Ja, oh, Weizen. Willst du nochmal auf Schafsuche gehen? Ja, aber nicht in dieser Folge. Das rentiert nicht mehr. Ach so. Aber dann nehme ich diesmal nur das Wichtigste mit. Ja, und genug zu essen. Und ein Klappbrett. Genau. Und genügend Fackel, dass du den Weg entsprechend markieren kannst. Ja, ich habe überlegt, eine Straße zu bauen, also einen kleinen Weg zumindest. Das ist auch eine gute Idee. Besser orientieren kann, auch für die Zukunft halt. Ja. Weil da hinten in die Richtung war ja auch ein Pferd und die
ganz viele Schweine und ganz viele Kühe und überhaupt und generell, ne, und so. Ja, das ist auch eine sehr gute Idee. Aber halt irgendeine Art, dass du wieder nach Hause findest. Wenn ich jetzt eine Glaswand mache und dahinter steht ein Creeper und ich stehe Kann davor, dir nichts passieren. weil da ist Glas dazwischen ist. Ja, genau. Hast du Besuch von dem Creeper da unten? Nö. Ich habe hier Sondern? unten auch kein Glas. Ach Das so. war so eine rein informative Sache. Ach so. Ja, da passiert ja gar nichts. Da passiert ja gar nichts. Aber ihr Lieben, wir sind schon wieder am Überziehen. Was, Das das war ärgert dann bloß dich beim Rendern? Folge 28, ja, das ist ja auch immer mein Ding dann, ne? Ist ja klar, also, ne? In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis die Tage. Tschüss. Tschüss.